Heute habe ich einen Wikinger Sachs und einen Scheibenknopfschwert mitgebracht und wollen die beiden mal testen. Wir wollen einfach mal schauen, welches besser von beiden ist. Und das sehen wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video an. Was war denn das? Na dann schauen wir mal das Testergebnis jetzt an. Das hat wesentlich mehr geschnitten wie geschlagen. Ja, also von der Schärfe her ist das ja unwahrscheinlich scharf. Also vorsichtig, nicht zu Hause nachmachen. Ich mache das gerne für euch hier. Also, sauberer Schnitt, fast durch, ist halt kürzer wie das Schwert. Also, es ist wesentlich schärfer, ein ganzes Stück kürzer wie, was weiß ich, kann man einfach mal sagen, also vermuten mal so, ja genau, fast doppelt so lange Schwertklinge wie das Sachs hat das Scheibenknopfschwert. Das läuft rein in alles. So ist das halt, ne? Knochenbrecherschwert. Ein Scheibenknopfschwert ist ja wirklich schweres Schwert, das halt wiegt 1,2 Kilo, also das ist auch ungewöhnlich für ein Schwert, aber ja, dafür hat es auch richtig Bums, ne? Und das werden wir jetzt mal sehen. Okay. Also. Also ziemlich gerade geschnitten hat es ja schon mal. Ja. Aber das ist doch absolut nicht zufriedenend. Dann doch auseinander. Das geht schon mal durch. Doppelt durch war das jetzt gerade hier. Zweimal. Also so ein Wikinger-Schwert, das sind ja hier hinten drin. Und dann zieht man die raus und. Also, deswegen waren die Wikinger auch so gefürchtet. Ne? Steckt ja hier hinten drin. Hier ist die Scheide dafür und das ist eigentlich nicht zu sehen für den Gegner im ersten Augenblick. Ne? Wenn man dann noch ein Schild hat und seine Axt hat, die Wikinger-Axt hat zum Beispiel, oder wenn man sein Wikinger ein richtiges Langschwert hat, dann war dieses Sachs einfach nicht zu sehen. Ne? Das hat man dann hinten rausgezogen, wenn das Schwert weg war oder das Schild weg war, und dann hat man damit eben seinen Gegner außer Gefecht gesetzt. Also das Scheibenknopfschwert ist halt einiges schwerer, dafür ist es auch wesentlich
unhandlicher wie das Sachs jetzt zum Beispiel. Das hat ja 1,2 Kilo und das hat ja 550 Gramm. Also sind schon halt eine zwei Gewichtsklasse. Natürlich ist es viel kürzer. Dafür ist das die heimtückischere Waffe, da man die ja von hinten hervorholen kann. Hier hat man eine längere oder größere Reichweite. Ne? Also wenn ich jetzt hier das hergehe, das sind 1,20 Meter, so ungefähr 1,10 Meter, 1,20 Meter, plus den Schritt nach vorne. Also ich bin dann bei der doppelten Länge, wie das eben hier der Fall ist, was wir schon festgestellt hatten. Eigentlich sind sich die beiden Waffen ja nie begegnet in der Zeit, weil als es diese Waffen noch gab, gab es diese noch nicht. Und als es die nicht mehr gab, sind die dann gekommen. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr euch auch noch interessieren, die Wikinger Doppelaxt. Ich bin der Thomas von Blautow-Kreiz und wir lieben das Mittelalter. Ciao!